Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute mit drei wunderbaren Geschichten. Erstens einem Ausflug in Norwegen. Zweitens, wir begleiten eine neue Entertainment Managerin auf ihrem ersten Einsatz. Und drittens habe ich für Sie zwei Kläuse. Viel Spaß! Vorgestern haben wir ja unser 12. Schiff getauft und Sie können sich vorstellen, je mehr Schiffe, desto mehr tolle Kollegen brauchen wir. Wir haben mal Romana begleitet, unsere neue Entertainment Managerin, und Sie werden sofort sehen, sie kennt sich aus in der Branche und sie hat Fähigkeiten, da kann man nur staunen. Gucken Sie mal. Hallo, ich bin Romana Calvetti, ich bin jetzt Entertainment Managerin auf der AIDA Bella. Also ganz ehrlich gesagt, ich bin mit überhaupt keinen Vorstellungen hierher gekommen. Ich bin sowas von offen gewesen und habe mir gesagt, ich schaue mir das jetzt alles einmal an. In der Haifischbar, das war für mich das erste Mal, dass ich so etwas gemacht habe. Ich komme ja aus Österreich, bei uns gibt es keine Shanties. Also da dachte ich zuerst, es wäre was zum Trinken. Aber mittlerweile weiß ich, das sind also Seemannslieder und die werden da gesungen und da sind auch viele Offiziere dabei. Das ist auch also Spaß zu haben, gemeinsam mit seinen Kollegen und auch mit den Gästen und dort eine gute Stimmung zu machen. Ich weiß, seit ich hier bin, habe ich schon 2 Kilo abgenommen, das weiß ich. Das spüre ich an den Hosen, die ich vorher hatte, wie sie jetzt sind. Bin aber froh drüber, ganz ehrlich gesagt. Natürlich das erste ganz groß war die Primetime-Geschichte. Ne? Diese Vorbereitungen, auch da sich hineinzufinden in dieses Metier der eigenen Show. Jeder Tag spannend, jeder Tag eine neue Herausforderung. Wie nervös bist du denn vor so einer Sendung? Um ganz ehrlich zu sein, es ist immer gut, wenn die Toilette vorher frei ist. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Primetime! Also mittlerweile denke ich schon, fühle ich mich wohl, bin auch schon angekommen und habe auch schon wirklich Spaß und Energie weiterzumachen und auch mehr zu machen. Wer in Hamburg auf St. Pauli tagsüber mal so richtig Aufregung braucht, der kann sich hier auf diese Wippe setzen. Das ist wirklich spannend, besonders wenn man ein bisschen älter ist, ob man das mit dem Kameramann zusammen durchsteht. Ansonsten viel spannender, viel aufregender und viel schöner sind die Ausflüge, die Sie mit der AIDA machen können. Zum Beispiel in Norwegen. Habe ich für Sie mitgebracht. Gucken Sie mal. Ja, verstehe ich ja. Ja. Bleib schön bei der Mama. Ja, das spezielle Fjell. Überwältigende Natur hier in Norwegen, die uns ja schon die ganze Reise über beeindruckt, kommt hier nochmal richtig zur Geltung. Wir haben wunderbares Wetter hier auf dem Fjord, die Sonne scheint. Ja, wir genießen einfach nur die Natur. Alles ist gut. Was
Was wir bei uns im Entertainment vor allem probieren, ist für Sie Vielfalt herzustellen. Von allem ein bisschen, dass jeder was findet, was ihm richtig Spaß macht. Und eben gerade haben Sie gesehen, unsere neue Entertainment-Managerin, sie hat Musical-Lieder gesungen oder auch etwas Klassisches gesungen. Und gleichzeitig haben wir auch ganz andere Sachen. Zum Beispiel zwei Kläuse mit der Polonaise. Alles, wie Sie es gehört. Bitteschön. Damals vor unendlich. Ich finde die Stimmung dafür, dass die Leute vom Schiff runter müssen morgen, was mich eigentlich traurig macht, ist die Stimmung super. Und wenn auch Sie jetzt so richtig Lust bekommen haben, an Bord zu gehen, dann gehen Sie mal in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de. Da finden Sie alle Informationen. Und jetzt habe ich was ganz Wunderbares für Sie, die Verlockung der Woche. Und das ist eine Reise, die ich selber im Frühling mit meiner Familie gemacht habe. Und ich kann Ihnen sagen, es war ein Traum. Großartig. Viel Spaß. Wir reisen zunächst von Montego Bay nach Samana, Tortola und St. Martin. Es geht weiter zur kleinen Insel Antigua und nach La Romana. Unsere Route führt uns nun nach Cartagena, Colón und Puerto Limón. Wir machen noch Halt in Grand Cayman und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Montego Bay. Es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz wunderbare Reise. Auf dieser Reise können Sie die Musik, die jetzt im Hintergrund bei den Bildern der Woche ist, auch erleben. Und live und auf der Bühne. Viel Spaß wünsche ich Ihnen. Bis zur nächsten Woche. Und wenn auch Sie jetzt so richtig Lust haben, mal zu uns, Mann, oder bei www.aida. Mal lange nicht mehr gehabt. Ja, und wenn auch Sie jetzt so richtig Lust bekamen, wenn Sie so Lust bekamen. Nee, wir müssen. Wir müssen. Bis zur nächsten Woche.